Hallo und herzlich willkommen auf unserem Channel Nasszentrale. Heute zeige ich euch ein weiteres Tartrezept und zwar mit Himbeeren. Und möchtest du sehen, wie ich die herstelle, dann bleib unbedingt dabei und ich würde sagen, legen wir los. Für deinen Mürbeteig brauchst du Kakao, Staubzucker, Dotter, Butter, Mehl und Honig. Als erstes werden wir alle Rohstoffe nehmen und in der Kenwood kurz zusammenkneten. Dieser Mürbeteig mit Honig ist extrem lecker, aber auch etwas schwieriger zu verarbeiten. Darum werde ich euch in der Beschreibung noch ein zweites Rezept hinzufügen, was etwas fester ist. Egal was für ein Rezept ihr verwendet, schaut wirklich darauf, dass eure Zutaten schön kalt sind, da wir ein Brandigwerden des Teiges vermeiden wollen. Sobald sich unser Mürbeteig bindet, können wir den Teig rausgeben und kurz nur noch mit der Hand nachkneten. Sobald man eine gleichmäßige Konsistenz hat, kann man das Ganze erst in eine Frischhaltefolie einpacken und ungefähr für 2,5 Stunden im Kühlschrank rasten lassen. Dies wiederum erhöht die Stabilität des Teiges und verhindert ein Schnurren beim Ausrollen. Optimalerweise macht ihr natürlich dann den Mürbeteig am Vortag. Sobald euer Mürbeteig schön fest ist, können wir auch schon mit dem Ausrollen beginnen. Dafür bestäube ich den Tisch und den Teig mit etwas Mehl und rolle das Ganze dann auf 2 mm dick aus. Dann kann ich auch schon meine Mürbeteige ausstechen. Am besten ist es, der sollte 1 cm dicker sein als die Tartform selber. Und dann können wir schon mit dem Reinlegen des Mürbeteiges in die Tartform beginnen. Wie im Video gezeigt, drücke ich jetzt den Mürbeteig noch nach unten und schneide den oberen Rand mit einem glatten Messer ab. Dann werden unsere Mürbeteigschichten nur noch gestupft und sie sind bereit, jetzt gebacken zu werden. Dafür heize ich meinen Ofen auf 180 Grad vor und backe die Mürbeteigschälchen für ca. 12 Minuten. 5 Minuten nachdem sie aus dem Ofen gekommen sind, ist es wichtig, diese gleich aus der Form zu schneiden, denn wenn die Mürbeteigschälchen dann ganz kalt sind, bringt man sie kaum mehr aus der Form und zerstört die Ränder. Falls du deine Mürbeteigschälchen jetzt ganz exakt haben möchtest, kannst du sie mit einer Microbrin nachglätten. Ich pinsel das Ganze jetzt noch mit Kakaobutter ab, ihr könnt natürlich Marmelade oder auch Kuvertüre verwenden. Für unsere Himbeertarts brauchen wir jetzt noch Himbeeren, Himbeermarmelade, Kuvertüre, Staubzucker und Obers. Als erstes füllen wir unsere Tartform mit Himbeermarmelade. Für die obere Hälfte kochen wir uns erst eine Ganache, dafür nehme ich jetzt einen Teil Obers und einen Teil Kuvertüre, lasse das Obers jetzt aufkochen und gebe dann die Kuvertüre bei und rühre jetzt so lange um, bis die Kuvertüre geschmolzen ist und fertig ist unsere Ganache. Jetzt nur noch leicht abkühlen lassen und dann können wir die andere Hälfte der Himbeertart füllen. Wichtig ist hierbei, dass die Oberfläche dann wirklich schön glatt ist. Sollte also die Ganache zu fest sein und die Oberfläche leicht rau, könnt ihr hergehen und die Tartform leicht klopfen. Sobald dann eure ganzen Tartformen gefüllt sind, kommt das Ganze erst in den Kühlschrank und sobald dann die Ganache leicht angezogen ist, können wir schon mit dem Ausdekorieren beginnen. Dafür habe ich jetzt die Himbeeren in Staubzucker getunkt und rund um die Tartform platziert. Wichtig ist hierbei, dass die Ganache nicht zu fest sein darf. Sollten also die Himbeeren wegrollen, müsstet ihr die Oberfläche leicht anwärmen und dann sollten die Himbeeren auch wieder gut drauf kleben. Zu guter Letzt werde ich jetzt noch die Mitte mit der Himbeermarmelade füllen und mit einem Schoko-Emblem ausdekorieren. Dazu habe ich auch schon ein Video gemacht, dieses verlinke ich dir in der Infobox. Die restlichen Tartformen können wir jetzt genauso ausfertigen, wie es schon gezeigt. Wiederum Himbeeren platzieren, die Marmelade in den Mittelpunkt füllen und Emblem draufsetzen. Natürlich könnt ihr eure Himbeertarts auch ganz anders ausfertigen, das ist jetzt einfach Geschmackssache. Und somit sind auch unsere Himbeertarts schon fertig und mir bleibt nur noch zu sagen, viel Spaß beim Nachmachen und man sieht sich beim nächsten Video.